Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen React hier auf Pietsmeet TV. Heute, Pietsmeet kocht natürlich, denn es ist Donnerstag. Oh, wir machen Lembas. Jo, wir haben die Lembas gemacht, wir haben Dessert gemacht. Lembas? Lembas? Geil. Lembasbrot, ja, wir haben Lembasbrot gemacht. Das machen wir nächste Woche erst. Schon zwei Happen füllen deinen Magen. Das war bei denen Lembas auch schon so. Zwei Happen haben den Magen gut gefüllt. Was? War die recht mächtig. Hast du das Ding nicht aufgegessen an dem Abend? Nee, hab ich nicht aufgegessen an dem Abend. Okay, Christian hat's wohl geschmeckt. In einer neuen Folge, Pietsmeet backt. Heute machen wir, wow. Wir kochen gar nicht. Wir machen Dessert, wir backen. Mit Teig. Hey. Ja komm, aber langsam müsst ihr doch mal wissen, wie Teig geht, oder? Also, wir haben das doch jetzt so oft gemacht. Das war vor allen Dingen voll entspannter Teig. Das ist immer schrecklich. Tatsächlich. Und die Zutaten heute sind. Oh, jetzt geht wieder los. Du Scheiße. Da bist du also wieder. Du hast auch einen Hut, wie awesome ist das denn? Geil. Ja, das ist aber mega nice. Was ist hier los? Diesmal besser vorbereitet. Okay, Martin, bist du bereit? Wir machen heute Lembas. Und irgendeiner von uns beiden, ich in dem Fall, wird hier die Zutaten vorlesen. Zitronen! Sind vonnöten, genauso wie Zucker. Hä? Was ist los, Martin? Für den Teig brauchen wir Mehl. Martin, voll der Heel, ey. Puderzucker und Butter. Und das ist es auch schon. Und einen Schuss kleinen Rum dazu. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Yeehaw! Ja, Rumschwumm, ne? Das ist kein wie geil war das denn? In unserem wunderbaren Kochbuch, wo immer wieder auf Twitter und Co. uns mitgeteilt wird, dass das Buch mittlerweile bei euch eintrudelt. Ich finde das sehr schön. Es ist echt gut geworden, es ist auch so ein Hartbuch, ne? Das kannst du auch als Schneidebrett benutzen, oder? Das stimmt. Buch ist, das würde ich nie empfehlen, das schneidest du diese durch. Seite ist das Beste an dem Buch. Zubereitung, Backofen vorheizen, Ober-Unterhitze 175 Grad, Umluft 150 Grad. Ja, geiler Typ, wie ich bin, habe ich das schon gemacht. Den Teigmehl mit Puderzucker mischen. Gut, dann machen wir das heute mal ohne den Thermomix. Jetzt muss ich meinen Handrührer finden. Wo ist denn der Handrührer? Wo ist der Handrührer hin? Oh, der ist jetzt hier oben. Frau Iowa hat umgeräumt. Oh, der ist jetzt hier oben. Wir haben so Knall. Das wusste ich nicht. Wieso ist denn da nur ein so ein Ding? Geil. Macht doch da zwei rein, oder? Oh, guck an. Haben wir denn hier? Wann war das denn? Was? Ja, das Geräusch war schon sehr krähenmäßig. Ja, du hast ein Krähengeräusch gemacht. Als ob ich ein Krähengeräusch gemacht habe. Hast du doch gerade gehört. Warte mal. Was? Ja. Jetzt muss ich meinen Handrührer finden. Wo ist denn der Handrührer? Ich möchte, während die Krähe kommt, dann hören wir noch Jay. Doch, wir hören noch Jay. Lol, wir haben so Lol, das wusste ich gar nicht. Wieso ist denn da nur ein so ein Ding drin? Man macht doch da zwei rein, oder? Guck an! Das war ich doch nicht! Doch, das warst du! 100%! Ich kann das gar nicht nachmachen! Ja! Du hast ja schon! Das sind die Instinkte, Jay, die kommen von alleine. Ja, du bist so animalisch. Und so eine diebische Elster, alles was glitzert und Knethaken sind, das zocke ich mir einfach aus der Schublade. Kneten. How hard can this be? Für den Teig Mehl mit Puderzucker mischen, weiche Butter zugeben und zu einem glatten Teig verkneten. Wait, das war Wait, was denn das? Peter hat flüssige Butter genommen. Ich habe die Butter vorher in die Mikrowelle getan. Ja. Da ist ein bisschen Flüssigkeit und da drin ist aber auch noch eine weiche Masse. Ah, okay. Geben und zu einem glatten Teig verkneten. Könnte man sagen, 250 Gramm. War das mit der Cola gemacht? Die hab ich auch da reingeschüttet, ja. Geil. Und dann hab ich Cola-Bar. Alles auf den Boden geworfen und wieder neu gemacht. Können wir mal Cola-Kuchen machen? Oh mein Gott. Ich bin ein Riesenfan von Fanta-Kuchen.
Hanni macht einen Top-Fanta-Kuchen. Was ist das denn jetzt? Wollen wir den Kuchen streichen? Kein Kuchen. Ja. Fanta-Kuchen. Möchtest du eine Fanta selber mixen? Ich möchte nach diesem Pizza-Backt-Whatever nie wieder irgendeinen Nachtisch machen. Mein Gott, wie cool. Ja, das ist doch kein Nachtisch. Kuchen ist so ein eigener Gang. Wir werden Desserts noch weiterhin machen. Wir haben ja bisher nur drei gemacht. Jay muss ja nicht dabei sein. Mhm. Ich möchte nichts mehr machen, wenn man Hitze braucht. Wofür man Hitze braucht. Oh, da darfst du aber auch keine Shisha-Kohle mehr anzünden, Bram. Nur noch Sushi. Oh, Leute, steht da ja sogar. Nein, Bram, das ist einfach nur Dreck. Das ist Deko, oder? Ja, das ist ein das Adventskranz. Deko, ja. Der Rahnfeld-Deko. Brams dreifacher Adventskranz. 50 Gramm. Boah, ich hab bestimmt noch Mehl, oder? Brauchen wir noch mehr Mehl? 4 Gramm brauchen wir noch mal. Okay, ganz ehrlich, die zacke ich mir jetzt hier ab. Boom. Big crazy motherfucker, oder? Das wird schon. Dann brauchen wir 15 Gramm Zucker. Puderzucker zum Bestäuben. Dann müssen wir mischen. Oh Gott. Oh Gott, 15 Gramm. Okay, das ist jetzt... Oh, das musst du drehen. Ach du Scheiße, du drehst ja einen Affen. Alter. Aha. Nimm mal 0 Gramm. Ich hab schon hier die Hälfte daneben. Kann auch schütteln. Wir sind ja 15 Gramm Puderzucker. Ich bin immer noch bei 0 Gramm. Willst du mich verarschen? Du hast das Ding nicht aufgemacht, oder? Ja, hätte man das einfach abgemacht. Das kann man nicht aufmachen. Das ist eine Einweg-Puderscheiße. Da drauf, die siehst du noch, wo du die Finger da reinmachst. Es geht nicht. Man also kann nicht das zerstörungsfrei nicht wahrscheinlich. Ja, genau, ich könnte es kaputt machen, das stimmt. Ja, okay. Aber da sind wir ja oder nicht. Du machst 15 Gramm Zucker einfach in den Thermomix. Das wäre der smarte Way of Life, aber ich habe gesagt, ich nutze heute den Thermomix nicht. Habe ich auch gesagt. Aber nutzt ja, nutz du nicht gerade zum Wiegen? Oh yeah! Ja, wow, weil ich keine Waage habe. Super! Toll! Also für Wiegen wollte ich den dann doch noch nehmen. Ja, also, aber ich habe eine Frage, ist Puderzucker wirklich nur gemahlener Zucker einfach? Ja. Ich habe das auch erst in dieser Folge gelernt, weil Hadi mir das gesagt hat. Ich dachte, grade, das wäre irgendwas anderes. Nee, aber gerade der Thermomix ist halt richtig krass. Du packst da halt dann, keine Ahnung, deine 15 Gramm Zucker rein, dann machst du den auf Stufe 10 kurz für 5 Sekunden. Und dann machst du den Deckel auf, da kommt so eine Staubwolke raus. Ach, krass. Weil halt das so das kaputt zerstört. Das ist richtig so crazy. Also ein Feinstaub ist dann auf jeden Fall am Start. Ja, okay, da ist mal viel rausgekommen. Das kann doch nicht sein. Ich krieg schon einen Krampf im Arm. Alter, da kommt ja doch was raus. Guck mal, die Hälfte geht auch daneben. Alter, Zucker rein, Alter. Kannst du mir mal schlecken. Jetzt kommen noch 300 Gramm Zucker da drauf. Jawoll, ja. Als nächstes kommen dann die 250 Gramm Butter da rein. Es gibt kleine Rumportionen als zum Backen. Das ist Rum-Aroma zum Backen. Ah. Ohne Alkohol? Ja, ich habe halt keinen Rum gehabt. Und für tun sie 4 Milliliter Rum da rein. Rum ist ja, das ist ja okay. Alter, Rum-Arona ist ja, Aroma ist ja nur next best thing. Also ist ja quasi wie Rum. Ein Block. Jetzt wahrscheinlich nicht klug, den ganzen Butterblock da einfach reinzuschmeißen. Es ist wahrscheinlich schon klüger, da jetzt so quasi Scheiben von abzuschneiden, wa? Weil Sebastian sich immer beschwert, dass er nicht so eine fette Küchenmaschine hat. Mache ich das heute doch auch mal ohne meine Küchenmaschine. Da wusste ich noch nicht, dass das der simpelste Teig wie ever war. Ich wollte auch gerade sagen, Peter, also Ei und Mehl und so. Also so ein Kuchenteig kannst du mit dem Rührer machen. Ja, das wusste ich dann. Rührer? Ja, einfach nur mit oder? Einem Handrührgerät. Ja, das kann doch so schwierig nicht sein. Nee. Ja, also Peter. Jetzt haben wir das erledigt, haben gemixt und jetzt kommen 125 Gramm weiche Butter. Und mehr oder weniger weiche Butter dazu. Keine Ahnung, was das Dunkle da noch ist. Das ist bestimmt mit schmackhaft. Also, hier habe ich jetzt noch Butter reingepackt. Zu einem glatten. Ich glaube, was ich mal gelernt habe, ist, dass beim Backen die Temperaturangaben super wichtig sind. Das heißt, da jetzt kalte Butter reinzutun, ist, glaube ich, nicht so geil. Vor allem die verbindet sich doch nicht, oder? Ich meine, war richtig schön weich. Vielleicht hast du recht, okay. Peter. Vielleicht hast du recht. Ja. Gut, wenn dann dürfte das ja reichen, ja. Aber wo sind meine Figuren? Deine Figuren? Ja, kommt vielleicht noch. Okay. Kneten. Ja, die Butter ist fest. Scheiße. Noch nö. Herr Bram bohrt einfach. Ja, das ist meiner. Achso, das ist toll. Kann man so lustige Sachen reinbohren. Wo kann man denn so? Oh, warte, wir bohren der Buddha ein Gesicht. Jo. Der ist nicht so gut drauf. Da kommt kein Wasser rein. Okay, da bist du der Einzige, der die Butter warm gemacht hat. Ich habe gesagt, Christian hat doch seine auch rausgelegt. Achso, ja, die war noch recht, sah einfach recht fest aus.
Okay. Aber das heißt ja nicht flüssig. Also die soll einfach nur warm sein. Ja, ja, damit sich das verbindet, ne? Da, mit der. Entsteht da viel Wärme bei? Hat doch die größte Hoffe. Mal, die fliegen die ganze Zeit die Stückchen dazwischen, ey. Ja, das ist alles andere als ein glatter Teig. Oh, ist das eine Scheiße, Alter. Backen ist so Schmutz. Rein. Überall diese kleinen. Oh, können wir mir hier ja, zum einen so das Rezept lesen können? Ja, Backen ist so Schmutz. Macht es einfach nicht, wie es da steht. So. Backen ist ja, das Problem. Man hat halt dann. Ja, das habe ich überlesen beim. Ja, ich ey, kann passieren. Weißt manchmal du, überliest man Dinge. Das ist ich, schon richtig. Ich lese die eigentlich immer, die Scheißrezepte vorher, weil ne, manchmal steht ja auch drin, ja, 2 Stunden dann jetzt backen lassen, weißt du, dann fängst du um 17 oder kochen lassen oder im Ofen oder was auch immer. Dann fängst du um 19 Uhr an, dann kannst du dann um 10 essen. Das ist halt ja, dann Kacke. Das wäre doof. Ja. Yeah. Nach dem anderen. Das ist doch scheiße. Ja, Alter. Okay. Was kommt jetzt? Ich gebe erstmal auf. Dafür ist die Butter halt einfach zu fest. Ich kotze. Sehr gut. Martin wird nachgeimpft, so wie ich das gehört. Gut, dass mir mein iPad das auch mitteilt, dass ich das auch nicht vergesse. Okay, verkneten wir doch mal. Ich bin verwirrt. Was ist das für ein Teig? Ah, klebriger Shit hier. Ich werde das Thema nicht in Frage stellen. So sieht der aus. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mal gespannt, wie euer aussieht. Es ist doch Teig einfach. Ja. Aber macht ja auch Sinn, wieder, wenn deiner einkühlt, dann wird der auch wieder härter, logischerweise. Ja. Ja, wahrscheinlich. Hauptsache, ja. Du weißt das doch. Ich wollte gerade sagen, du weißt doch, ob der härter geworden ist oder nicht. Ja, gut, ich habe mir ja erstmal auch erhitzt, ne? Achso, ich hier gebacken. Genau. Ja, so, oh, Peter, ich würde deinen Teig auch lieber nehmen als meinen. Ich bin mal gespannt. Ich meine, du hast ja jetzt noch gewartet. Bin mal gespannt, wie sich das verbessert hat. Ist jetzt hier very fettig. Ja, okay, ist mal, ich meine, ist ja Butter. Wieso muss man eigentlich nach jeder Teigarbeit saugen? Ich hasse Teig an den Finger, hab ich das schon mal gesagt? Ganz ehrlich, die ganze Küche sieht schon wieder aus wie Sau. Weil irgendein Spacken auf die Idee kommt, meint, wir müssen Teiggerichte machen. Nein, das liegt nicht an meiner Inkompetenz. Also, liebe Maschine, tut mir sehr leid, aber ich glaube, das wird so nix. Boah, riecht das nach Butter. Holy shit. So, wie das funktioniert jetzt. Okay, geil. Das wird einfach immer noch nicht funktionieren. Ich geh da gleich mit den Händen rein. Was ist denn das für eine Scheiße? Geil, jetzt hab ich eine Stunde da nochmal gewartet. Ne? Jetzt sieht's zumindest ach, richtig aus. Jetzt muss ich noch nicht. Ja, aber guck mal, das sieht ja jetzt. Da, genau, bei euch allen sieht das jetzt deutlich fest aus. Vielleicht ist das sogar besser, weil ich hatte ja, wie gesagt, flüssige Butter. Vielleicht war das sogar zu weich. Ja, war mega. Ja. Wird ja wieder fest bei mir. Also, du bist scheiße. Papier in eine Springform einspannen. Springform einfetten, Teig in die Springform legen, andrücken und auf meine Mittelmaschine rufen. Da bin ich jetzt gespannt auf die Interpretation dieses Satzes. Ich glaube, ich habe das ein bisschen zerdacht. Okay. Einspannen? Ja, weil entweder, also, ne, bei mir war die Frage, und mal gucken, wie wir das alle lösen, und auch, ich weiß gar nicht, wie ich das, also, entweder machst du halt das Backpapier nur unten auf diesen runden Teil, dann hast du aber den Teig direkt an dem an der runden Springform und ich wusste nicht, ob das dann eventuell zu heiß wird. Dann wäre die andere Frage gewesen, das damit auszukleiden, aber dann steht da wieder nicht auskleiden, da war ich verwirrt. Backpapier in eine Springform einspannen, Springform einfetten. Das ist jetzt nicht so ein Teig, wo ich sagen würde, uiuiui, den muss ich in eine Springform einbetten von der Menge her. What the fuck? Okay. Ja, hast du dann die Masse da drauf gekriegt? Mir wird die weggerannt, wenn keine Springform. Wir hatten auch keine Springform. Okay. Ah, ja, gut, okay. Keine Ahnung. Aber Jay ist auch recht hart. Backpapier? Na klar haben wir Backpapier. Klar haben wir kaum Backpapier. Scheiße. Ich werde mir mein Stück ausschneiden, was ich benötige. Das ist wie mit Geschenkpapier. Man muss ja nichts wegwerfen, wa? Legen die Springform so drüber und ziehen zu. Fertig. Nein. Geil. Okay, ist da. Oh, scheiße, nicht fertig. Abspannen. Fertig. Backpapier in eine Springform einspannen, Springform einfetten. Oh oh. Hä? Aber wenn ich doch jetzt Backpapier da dran mache, dann wieso fette ich denn dann die Springform ein? Also das Backpapier muss ich doch nicht. Meinen die jetzt nur unten oder einmal hier so wie so ein Mülleimer? So sieht das doch eins aus. Dann wird die Springform eingefroren. So richtig, sehr schön. Genau, also so habe ich das auch interpretiert. Ja. Das hat 20 Minuten gedauert, bis ich, glaube ich, da hingekommen bin. Für 6 Sekunden Video. Weil ich mir echt Gedanken gemacht habe, ob der Teig nicht
irgendwie, wenn er dann an der Springform ist, zu heiß wird und so. Aber es hat auch keinen Sinn gemacht, das auszukleiden, weil wenn du halt Fett an Backpapier machst, das läuft einfach weg. Ja. So, das kannst du nicht einfetten. Also, wenn ich mir das Rezept und was da noch kommt, überlege, ist eine Springform schon sehr sinnvoll gewesen, glaube ich. Ja. Ich glaube auch, ja. Okay. So, das hier, das hat's. Ich glaube, so hoch muss ich das gar nicht einfetten. Da ist ja keine Hefe drin oder so und das ist relativ wenig. Ich soll mit Rapsöl den Rand einfetten? But why though? Ich habe doch noch Butterreste hier von meinem vorbereiteten Butterteil. Jetzt haben wir die Ränder auch eingefettet. Und jetzt kommt der Spaß da rein. Alles falsch gemacht, Peter. Nichts verschwenden, Peter. Ja, ist halt so. So. Und die wollten noch eine größere Springform haben. Ist jetzt schon nur so hauchzart auf dem Boden. Ah, ich hatte Teig an den Fingern. Sorry, Christian, was hast du gesagt? Aber der Mini voll praktisch, der Mini-Handschieber. Ja. Der Roller. Ja, Roller. Ja, während ich das gemacht habe, habe ich auch an den Mini-Handschieber gedacht. Weil ich mir dachte, das ist super praktisch. Also wirklich. Und ich habe jetzt meine Springform ausgemessen. Das ist jetzt aber nicht mit drin, weil ich, fand ich das total krass, weil ich dachte, meine große Springform ist viel zu groß. Und dabei war die noch kleiner als angegeben. Habe ich auch. Da stand 28 oder 27 Zentimeter und die ist 26. Genau, meine ist auch 26, ja. Hm. Schweine. Ihr habt die volle Portion alle drei gemacht, oder? Ihr verarscht mich. Also, ich habe die halbe Portion gemacht. Ich habe auch eine kleine Springform benutzt. Wir haben zwei Springformen natürlich. Und da habe ich dann. Das sah bei dir halt auch irgendwie viel aus. Ne, ich habe halbe Menge gemacht. Einmal im Kreisel. Dum, 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 dum. Also ich habe hier voll die Tactics drauf, Leute. 16 bis 18 Minuten im Ofen backen und danach auskühlen lassen. In der Zwischenzeit die Zitronen heiß waschen, trocken tupfen, die Schale abreiben und den Saft auspressen. Ah. Warum muss man die heiß waschen, so eine Zitrone? Leute, ich habe noch mein Headset dem Wachs. Auf, Alter. Ich gerade am PC. Nein. Heißt was? Das habe ich auch manchmal. Ja, weißt du, wenn du halt die ganze Zeit immer unterwegs bist, du hast ja mal Zeit dazwischen. Ja, dann gehst du in die Küche und plötzlich. Ja, das kenne ich. Die Geschichte ist wahrscheinlich nur wegen Desinfizierung und so Geschichten, wa? Und ja, auch wenn die grün aussehen, das sind Zitronen. Bio-Zitronen, die halt scheinbar noch nicht so ganz fit sind. Aber die Schale ist bestimmt trotzdem schmeckerlecker. Das sollte ja genug sein, sonst wird es wahrscheinlich zu sauer. Das wird ja ein Spaß jetzt. 120 Milliliter soll ich aus den Dingern rauskriegen. Das ist ja gar nicht mal so wenig. Ja, und sein Safter ist ja irgendwann kaputt gegangen. Ich hatte immer dieses Metallteil, was irgendwie 8 Kilo gewogen hat. Ja. Und ja. Das ist ja irgendwann kaputt gegangen. Das heißt, jetzt heißt Handarbeit. Ist der Glas abgebrochen? Weil ich habe an deinen Entsafter gedacht, also wirklich, und war auch voll neidisch, weil... Ja. Nee, nix entsaftet. Der Thermomix wohl auch entsaften kann, dass er das alles so, die Partikel so klein schreddern kann. Ja, dann hast du aber die weißen Dinger mit dabei. Hast, dann musst du die Zitrone schälen. Also das ist komplett eklig. Also auslöffeln müsstest du die Zitrone, dann könntest du... Ja, das ist ja mega anstrengend. Eine Presse! Bram, haben wir eine Presse? Oh Gott! Wie viel da drin ist. Na komm, mach jetzt nicht den, Junge. Geh mal kurz da vorne hin. Es gibt ja die geilen Zitronenpressen, die die Küche dann manchmal... Ja, Christian hat auch so ein geiles Ding. Das war ein geiles Ding, wo er kann man das halt leider nicht mehr. Bram, ey. Also deine Küche sieht nicht groß aus, aber hinter der Kamera ist sie ja noch riesig. Alter, also da ist ja... Halleluja. Da war in dem Schrank, in dem ich gerade bin, ist die ist so eine Auflaufform gewesen. In dem du gewesen. Bist, krass. Ja, da bin ich drin. Ist, ist reingekrochen. Und in der Auflaufform liegen dann so von diesen metallernen Backzutaten-Sachen und ich habe auch noch so einen Mixer, so einen Kitchen Processor. Da ist mit ganz vielen Aussitzen. Das ist da alles drin. Und die Sachen sind natürlich alles so Kleinteile, die so einzeln rumliegen. Macht nur einen Haufen Krach, ist gar nicht so viel, wie man denkt. Okay. Geräusch. Ja, extra, damit man am Mikro ist. Squeeze it. Geil. Du bist aus dem Weg. Hi, alles das dafür. Ich bin ja so ein Typen Nachtisch. Ne? Also, wie gesagt, ich glaube, das Einzige, was ich je gegessen habe, was süß ist und ich nicht mochte, ist Lebkuchen. Alles andere, lecker. Zwei. Natürlich fällt jetzt der Eierkarton um. Wieso? Karma-Gott, was habe ich dir getan? Okay, was muss ich damit vermischen? Ey, du hast nur so... Moment, du hast nicht nur das einzelne Ding? Hast du nicht so einen Auffangbehälter dafür?
Doch, aber was soll ich damit jetzt? Da musst du doch da rein. Bram hat weil du da praktisch gemacht. Dann hätte ich das halt nochmal auffangen also können. Du machst dann, das, aber du machst von dem einen Gefäß Sieb, direkt, oder? Ja. Aber dann musst du ja jetzt Sieb sauber machen. Das ist viel anstrengender als so eine kleine... Da so unter, vor meinen Knien ist eine Spülmaschine, da kommt das Sieb dann rein. Ah ja, stimmt, du nutzt ja immer die Spülmaschine. Ja, okay, forget it. 4 Eier. 4 Stück? Komplett? Okay. 1 Gramm Mehl. Ernsthaft? Wie viel ist denn 1 Gramm Mehl? Ja, die 4 so Gramm Mehl, die wir gesteckt haben. Oh, du hast ein Viertel gemacht, Jay. Ich habe ein Viertel gemacht. Ja, ein Viertel sogar, okay. Ich hätte auch das gerne... Beim, das beim Backen, glaube ich, auch Zehntel eher so... Gemacht. Deswegen habe ich extra die volle Menge gemacht, weil ich dachte mir, bei Soßen ist das ja schon immer schwierig, wenn du die Hälfte machst. Mhm. Stimmt. Beim Backen... Das ist richtig doof. Wahrscheinlich noch schwieriger, wenn du halt irgendwie ne, mit dem... Du musst 20 Minuten in den Ofen oder so. Du hast aber irgendwie nur, wie gesagt, irgendwie Hälfte der Menge. Das stimmt. Zucker 150 Gramm. Jung, jung, jung. Mehl, Ach, jung, Rum, jung. Eier, Zucker, Abrieb. Okay, gut. Puh. Ich habe halt keine Rumflasche. Habe ich diesen Captain Morgan Shit? Drink responsibly. Ja, schön. Kannst du mir Whisky, auch mal sagen, oder? Was da drin ist? Nee, das ist Rum. Aber das ist Rum. Pass auf. Oh, warte. Boah, ist da ist ja schon ultra viel Zucker. Das habe ich vorher gesagt. Zucker-Couleur. Und dann Rum-Aroma. Das riecht schon komplett anders. Ach du Scheiße. Oh. Oh, 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 oh. Glaub ich nicht. Das ist halt erstmal schön JF Gönnedy gemacht. Das ist halt der Obershit, das Zeug. Und das probierst du, hey. Aber Captain Morgan ist, nee, Whisky ist das nicht. Da ist Rum drin. Aber das ist so ein Blended hier. So, da ist noch anderer Shit drin. Also ein Mixgetränk. Rum und Reste, ja, ja. Okay. Oh, das wird jetzt vermixt. Wollen wir doch mal ein bisschen probieren, oder? Mmh. Das schmeckt aber sehr gut. Mhm. Also die Zitrone ist ja der Shit. Boah, das schmeckt aber echt lecker. Ah, Form. I see the point. Aber ich habe ja keine Form. Das heißt, da wird halt alles weglaufen von dem Ding. Scheiße. Aber wird halt auch nicht fest, indem ich es schlage. Nee. Dann ist das heute nur eine Scheiße, ey. Aber ich brauche doch jetzt nicht so viel Zeug, wenn ich das nur ein bisschen bestreiche, oder? Achso, ich dachte, du trinkst. Das ist aber was übrig geblieben. Ach, das ist ja. Zusammenführung von Zitronenmasse. Schon ein bisschen Angst, dass es gleich einfach alles hier rausläuft. Dann ist der Tag für heute gelaufen. Rausholen, damit bestreichen. Und dann nochmal für 20 Minuten rein. Jetzt ist das Problem, wenn ich das da jetzt so draufkippe, dann wird das einfach weglaufen. Und dann macht das keinen Sinn. Das heißt, ich muss das jetzt eigentlich auf die Größe hier zurechtschneiden. Also ich wüsste nicht, wie ich das anders machen soll. Oh, ja. Gute Lösung, finde ich. Ja, ich finde auch, dass das gut aussieht. Aber das ist doch wie bei Brot, oder? So eine Auflaufform in Relation zur Springform sorgt dafür, dass das Ergebnis wieder 100-mal anders aussieht. Ja, ist es auch. Was? Also ja. Jay ist, glaube ich, eh schon weit weg davon, was nachher werden soll, oder? Ich hab schon aufgegeben ab der Butter, ja. Als ich das verkackt habe. Ich habe mich schon mental aufgegeben. Aber ich glaube tatsächlich, Bram und ich haben ja mal versucht, Brot zu backen. Und das sollte auch in eine Springform oder irgendeine Backform. Und wir haben das in eine Auflaufform gemacht. Und da wurde uns dann schon in den Kommentaren erklärt, funktioniert überhaupt nicht, weil Auflaufformen nehmen anders die Hitze auf, speichern die anders, dauert alles viel länger. Und deswegen kann man die gar nicht vergleichen mit irgendwelchen Springformen. Das wäre ja vollkommen langweilig, wenn alle das perfekt machen würden, wie ihr drei. Das ist absolut korrekt. Ja, deswegen habe ich Zeit überbrückt, weil Bram weggegangen ist. Warum hängt der Kalender von 2015 oder 2016? Was? 2015 ist das. 2015? Der gute Bayer 2015-Kalender. Wieso hängt da ein Kalender von 2015? Ach, haben wir schon hier längst behandelt, Sebastian. Du warst so lange nicht da. Ach so. Keine Ahnung. Hat sich einiges geändert. Da hängen immer die Kalender. Das Pferdebild ist weg. Ja, das ist mir schon aufgefallen, da war ich ja noch da, aber 2015 sehe ich jetzt. Also, ja, das waren so schön, das sind so schöne Parasiten. Ja. Schöne Nordlichterbild ist auch immer noch hinter dem Thermomix versteckt. Ja, also ja. Jetzt ist es gerade hinter der Auflaufform versteckt. Ach so. Okay. Ja, hinterm Fernseher. Ja. Das ist mein Fernseher. Also ich weiß nicht, wie ich diese Flüssigkeit drüber schaue. Also ich weiß nicht, wie ich die. Oh, das ist aber auch lecker, Peter, mit Speck. Ja, schön mit Speck. Wieso hab ich denn lecker. Speck? Hast du gefrühstückt oder was? Ich war clever, ich habe 2 Pizza mit Kochs an einem Tag gemacht. Ah. Einmal die Hauptspeise, das kommt nächste Woche, und einmal die Nachspeise, das kommt
Ah, nee, warte mal. Die Hauptspeise kommt heute zum Zeitpunkt des React-Veröffentlichung. Da kam Bacon rein? Nee, ich habe Bacon als Topping, als optionales Topping noch dazu gemacht. Ah, jetzt weiß ich. Und zwar eigentlich von denen hier, ja, was die Unterlage ist. Was die Unterlage ist? Achso, ja, genau, richtig, ja. Ach, jo, jetzt weiß ich. Kann ich alles verwenden? Ich meine, wir haben halt noch echt ein bisschen, wa? Ja, rein damit, Bram. Ja, jetzt die Frage, den Rest draufschütten oder nicht? Ja, ja, komm, gönn dir. Da hat sich auch das ganze feste Zeug noch abgelagert. Das ist ganz viel. Warte mal, das wird aber nicht so ein Eiergeschmack, oder? Jetzt kommt das Ganze noch 20 Minuten in den Ofen. Und dann sind wir schon fertig. Sieht nicht schlecht aus, glaube ich. So sieht der Spaß jetzt aus. Nach dem Ofen. Das ist jetzt halt auch abgekühlt auch. So sieht das aus. Sehr gut, es sieht wirklich bei Peter so aus wie bei mir. Ist kalt genug. Die Springform. Okay. Sehr, das war wohl noch nicht genug eingefettet. Oh, ja. Ich abkühlen lassen. Naja, gut. Doch. Sonst hätte ich das nicht anfangen können. Ja, das habe ich irgendwie erwartet. Na gut, okay. Komm. Aber ich habe einfach nicht genug eingefettet. Ich habe so hitzeresistent. Ich hatte tatsächlich nur so einen Pinsel genommen und so einmal so drüber gepinselt, weißt du? Aber ich glaube, man muss da schon eine etwas bessere Schicht draufsetzen auf den That's Rand. That's what she said. Ja. Bei mir hat es auch drauf rangeklebt, muss ich sagen. Also ich musste gut abschneiden, damit das geht. What the fuck? Alter, das ist klebrig. Ja, die waren da hat mein Einfetten also, nicht so viel gebracht, wie ich gehofft habe. Alter, krass am Rand. Oh. Ich nehme mal so viel mit. Oh. Dann gucken wir mal. Nice. Wie ich die finde. Weil die sehen aus, als wären die noch so leicht flüssig. Sind die aber nicht. Irgendwie, das schimmert so komisch. So saftig. Die sind sehr cremig. Cool. Ja, das war jetzt sogar noch länger im Ofen als eigentlich vorgesehen. Aber ich habe leider nicht die Peaks-Methode gemacht. Die obere Schicht ist leider noch relativ flüssig. Das habe ich falsch interpretiert. Alles gut. Okay. Was? Jetzt probieren wir die mal. Lemon Bites. Im Endeffekt ist das so eine Knobelteig geworden. Jay hat gebacken. Das ist mein Essen. Oh mein Gott. Ja, das ist alles noch relativ. Das ist leicht anders. Nee, das ist richtig so halt die Fresse. Boah, sehr zitronig. Ja, also der Zitronengeschmack ist eigentlich sehr gut. Von dem Rum merke ich gar nichts. Das gebe ich mega nicht. Ich finde das eigentlich ganz lecker. Von dem Rum hätte ich mehr reintun müssen. Ich weiß nicht, ob das hätte es jetzt was gebracht, das länger, noch länger im Ofen zu lassen. Das war super schnell gemacht. Überhaupt nicht schwierig. Ich gebe eine 7,5. Ich weiß nur nicht, ob die Konsistenz richtig ist. Das kann ich mir bei den anderen angucken. Ist nicht schlecht. Schmeckt sehr zitronig. Ist aber so küchleinmäßig. Küchlein. Also Zitronenoberfläche finde ich sehr geil. Der Tag darunter ist irgendwie, hätte viel dünner gekonnt. Und in meiner Welt hätte der mehr so Plätzchenteigmäßig sein können, also deutlich härter, so wie so Leibniz-Kekse, so in die Richtung. Ich gebe 6 Punkte. Ist okay. Kann man machen. Muss mal einen probieren. Ist okay. Ist okay. Ist okay. Ist jetzt irgendwie nicht so geil, nicht so scheiße. Ist sogar noch erfrischender, wenn ihr das Kühlschrank. Ist sauer und süß. Ist okay. Ist okay, Leute. Ich weiß nicht, was ich sonst dazu sagen sollte. Das ist so ein unbefriedigendes Ergebnis. Ist okay. Ist okay, ist langweilig. Aber es ist okay. Wow. Ist okay. Punkte. Wie viel? 6,5. Das schmeckt halt wie Mürbeteigplätzchen mit so ein bisschen Zitronencharakter. Hey. Ja, guck mal, das hätte Bram gerne gehabt. Ja, ich hab das gemacht, was Bram gerne gemacht hätte. Ja, das stimmt. Ja, bei mir ist das halt, also ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich halt einfach ein Viertel nur gemacht habe. Ich habe halt viel weniger Flüssigkeit, obwohl das ja gar nicht weggelaufen ist mehr von, also ne, in der Auflaufform. Nee, aber was du ja auch hast, das darf man ja nicht vergessen, wenn du die Zeitensneuberechnung müsstest du ja festlegen, nicht nur anhand der Menge, sondern auch anhand des Volumens, was dir verloren geht durch das die, ist ja weil das Problem bei es viel länger dauert auch. Oder viel weniger lange dauert, bis die Hitze halt da ankommt, wo sie hin muss. Das kann sein. Das verdunstet ja dann auch noch. Ja. Ich stimme dir aber zu, Christian, du hast vorhin gesagt, die werden geiler, wenn man die mal im Kühlschrank lässt und ich fand die am nächsten Tag deutlich besser als da. Mhm. Also, nur zur Info vielleicht auch nochmal für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Jetzt ist das sehr viel weicher. Also, das kannst du auch nicht mehr richtig essen. Wie wird denn sonst? Das schmeckt, als wenn es nicht richtig durch ist. Was halt nicht sein kann. Aber hier schmeckt es mehr Zitrone. Ja. Das ist nicht meins.
muss ich ehrlich sagen. Was ist das untere, bevor man es wegwirft? Ich glaube, 4,0 ist gerade noch so essbar, ne? Ja. Ja. 4,0. Und das war diese Woche wieder für eine Folge Pizza mit Koch. Sehr viel Aufwand für wenig Reward, für viel Küche kaputt, für ein Sechser-Essen. Hey. Was soll jetzt passiert? Ja, das ist halt echt, das ist einfach so unfassbar unbefriedigend. Nicht mal bei euch war das richtig geil. Das ist noch schlimmer. Christian fand ich das sehr lecker. Also, ich fand das echt lecker und also. Da war nichts kaputt und naja, ich habe halt die Springform benutzt. Also. Ja, genau, bei uns war der Aufwand aber, halt deutlich geringer. Ja. Wir hatten halt nicht so einen Stress. Bei mir war das halt so aus dem Ärmel geschüttelt, das Pizza. Es ist halt trotzdem nur so ein, war okay. Ja, nee, das ja. So, ja. Weißt du, ne? Mh. Die Bestbewertung war 7,5 von Christian. Ja, und das ist dann halt 6,5 schon. 6,5 von mir. Moment, Bram haben wir noch gar nicht gehört, oder? Eine 6 habe ich gegeben. Hast du schon gegeben, gerade im Video? Ja. Okay, eine 6 und dann eine 4. Ist also jetzt nicht das Bestbewertetste, aber auch nicht das Schlechtbewertetste. Das ist halt so ein Durchschnitt, sag ich jetzt. Das sind halt die Lembas von Sturmwaffel. Was willst du machen, wa? Von Sturmwaffel? Also ich habe keine Ahnung. Ich wollte einfach nochmal irgendeinen Namen droppen. Wow. Was? Okay. Wieder ein bisschen Spaß. Wir sehen uns nächste Woche Donnerstag wieder. Entweder hier oder auf Pizmeet TV. Schaltet da auch ein. Immer lasst wichtig. Jetzt ein Abo da, denn damit verwandelt sich euer Penis. Oh, nächste Woche bin ich wieder dabei. Lendenbar. Heute bin ich mit dabei. Und euer Partner wird unfassbar gerne die Zitrone nuckeln. Okay. Oh. Selber ja, nochmal drüber nachgedacht. Okay. Coole Folge. Also ja, ich habe mich halt nicht viel. Mehr, ich habe mich halt nicht viel an dem Rezept gehalten. Das ist schon mir bewusst, aber ja. Ja. By the way, Kommentare könnte man mal wieder machen. Die habe ich letztes Mal nicht gemacht, weil wir da so im Zeitdruck waren. Aber jetzt kann ich mal wieder reingucken. Kommentare. Bram ist so mächtig geworden, dass er dem Schnitt widersteht. Respekt. Lucky Bram gegen Martin Dalton. Ich feiere das. Könnte Martin auch mal die Zutaten vorstellen? Martin, könntest du auch mal die Zutaten vorstellen? Tja, Martin, jetzt ist wohl ein neuer Sheriff in der Stadt. Was Bram alles inzwischen machen muss, um ein paar Zutaten vorzustellen. Ja, Chris hat sich seinen eigenen SpongeBob-Schwammkopf gebuttert. Ja, jo, stimmt. Die Butter, die er gemacht hat. Ach so, Leute. Oh mein Gott. Ja, okay, alles klar. Jungs, warme Butter bedeutet beim Backen Zimmertemperatur. Einfach eine Stunde vorher rauslegen und dann etwas kleiner schleimen, schwupps, glatter Teig. Das sagst du jetzt. Yuki Kim sagt das. Also so gesehen ist Christian der Einzige, der das richtig gemacht hat. Weil laut ich zu der Person. Ja, okay. Einfach der Schnitt mit einem Emote, das die Finger zusammentut. So ein geiler Schnitt. Es ist fix. Dieses Duell wird ein großer Teil des November-Bestaus. Ja, also ich würde sagen, dieses Duell hat viel diese Folge aufgewertet. Ja, heute kommt ein unfassbar geiles Konzept, Rezept meiner Meinung nach. Also, oh ja. Das. Okay, ja, Geschmäcker sind überdenken verschieden. Wir das mal. Also, ja. Das Ergebnis deutsche Bäcker drehen sich gerade. Also, guckt euch das gerne mal an, weil ich persönlich war fucking begeistert, aber scheinbar andere nicht. Oh, Spoiler. Ja, guckt euch das gerne mal an. Und ansonsten danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Ciao. Tschüss.